auf zum Schluchsee. Ja, wir wollen jetzt 1,5, 2 Tage an den Schluchsee. Ein bisschen Boot fahren. Mal sehen, was passiert, wenn ihr Lust habt. Seid gern dabei. Bis denn. Titisee im Schwarzwald, hier ist die Hölle los. Das ist fein, hä? So, wir sind am Schluss, hä? Wir bauen jetzt unser Boot auf. Dann schauen wir mal.
Ja, wir gehen jetzt auf die andere Seite, denn es könnte regnen. Es hat schon ein paar Mal ein bisschen getröpfelt. Und wir brauchen ja noch ein Nachtlager. So, gleich landen wir an. So, wir laufen jetzt an unseren Hafen an. Geh raus. Tja, hier sind wir nun gestrandet. Fast wie in Norwegen. Gut, darüber darf man nicht schauen. Und jetzt brauchen wir ein Plätzchen, wo wir die Nacht verbringen. Ja, wäre nicht schlecht hier, aber da vorne ist ein Weg. Auch wenn jetzt keine Saison mehr ist. Ich weiß nicht. Schau mal weiter. Verrückte. Ja, schöner Wald hier. Und Maya spinnt mal wieder. Aber noch kein Platz. Ja, mal schauen. Ich meine, nachher sind hier keine Leute mehr. Nee. So weit weg vom Boot irgendwie. Gefällt mir nicht. Das sieht gut aus, oder? So, ich denke, hier bleiben wir. Ich baue jetzt natürlich noch nicht das Zelt auf. Es gibt erstmal einen Kaffee. Und ja, aber schönes Plätzchen.
mal einen Kaffee. Marmeladenbrot. Ja, ich glaube, wir sind hier ganz allein jetzt. Die Saison ist vorbei. Die Leute können wieder arbeiten. Wetter nicht optimal. Schon. Nicht für die Leute. Ja, ich glaube, ich habe einen Platz gefunden. Schön versteckt. Ich denke, wir ziehen um. Und schaut mal, Pilze. Da vorne habe ich schon Pfifferlinge gesehen. Ist das nicht ein geiler Platz hier? Da werden wir unser Zelt aufstellen. Ameisenhaufen. Ja, das sieht uns niemand. Ein Pfifferling. Ja, jetzt wird es aber doch etwas frisch. Jetzt gucken wir mal, dass wir zur Kotte kommen. Ja, wo ist unser Boot? Ist da unser Boot? Pfifferlinge. Pfifferlinge. So, das Boot liegt jetzt hier am Strand. Gehen wir zum Zeltplatz. 20 Meter weiter. Überall Pilze, Leute. Schaut mal diese schönen Pilze an. Das müssen Birkenröhrlinge sein. Die stehen auch unter einer Birke. Da drüben steht noch einer. Super schön.
Ja, das, was wir hier jetzt machen, nennt man, glaube ich, Strils Camping. Wir haben uns ein bisschen versteckt, denn ja, wie ihr alle wisst, das darf man doch gar nicht. Ich weiß. Aber ich mache nichts kaputt, ich mache keinen Dreck. Und ich glaube, das kriegt nicht mal jemand mit. Strils Camping. Das Boot liegt da unten. Es sieht nach Regen aus da hinten. Jetzt regnet's. Aber lieber jetzt als morgen. Maja ist an ihrem Plätzchen. Hier gibt's noch einen Kaffee. Bis später, Leute.